Hallo meine liebe Community, Family und Zuschauer und natürlich liebe Anime-Fans. Herzlich willkommen zu der 6. Folge von Attack of Titan, Wings of Freedom. Und wir machen gleich mal direkt weiter. Joho, die Häuser sind ja ganz schön. Joho. Jawohl. Da steht falscher Knopf schon wieder. Hohoho, den hat jetzt gerade richtig erwischt. Jawohl. Da läuft auch noch irgendwo einer rum. Ist doch hier kein Zombie mehr rum. Na? Bleibst du mal hier, Freundchen? Zack. Ja, wieder voll Blut verschmiert hier. Ich hoffe, ich habe jetzt mein Mikro richtig. Juhu! Wow! Die Alte muss Kopfschmerzen danach haben. Also die Mystica spielt sich richtig gut, finde ich. Jawohl. Jetzt gehen wir wieder darauf. Ja, ich habe in der letzten die Nebenmission nicht ganz so. Kuckuck. Welche Neuigkeiten? Ivan wurde besiegt. Ach, du Scheiße. Verwundet. Ich komme. Und achtsam. Okay. Kommst du jetzt mal? Titan im Vormarsch. Wo? Sie für die finale Unterwerfung. Yeah. Wieder so ein Vetter. Bierbauch. Das sind die Bierbauch-Titanen. Na los, lach uns an. Zeig uns deine Zähne. Zeig uns dein Lächeln. Oh gut. Zum Glück bin ich da schon beim. Oh Mann. Stirbst du jetzt mal? Danke. Hallop. Was ist der bitte nimmt weiteren Schaden. Ja, so. Alter, hier sind doch so viele Titan hier. Hallo? Nein, kein Date. Oh Mann! Jo, die kloppen sich da voll fröhlich. Ich hab hier, ich verliere den Überblick.
Okay. Mann, der Bauchplatscher. Ey, ich muss mal mein Gas wechseln. So, jetzt geht's besser. So. Na du Titan, lebst du noch? Ja. Oh Mann. So, wie viel? Einer ist noch irgendwo. Wo bist du? Ach, da. Ach, der ist auch schon fast am Verrecken. Die Gruppe der Titan. Typen Großtitan wurde bezwungen. Ja, geht doch. Und voller Blut. Das gibt da jetzt eine Dusche. Oh. Grins. Zack. Was ist das? Mikasa, bist du in Ordnung? Leute, dieser Titan ist ein Abnormal, der andere Titan umbringt. Und der interessiert sich überhaupt nicht für uns. Vielleicht kann er uns dann zur Flucht verhelfen. Vielleicht kann er uns, ja, den... Ja, bäh. Scheiß Sprachfehler. A, C, S, B. Oh, mein erstes B, scheiße. Zack, Regimentstufe, jawohl. Geheimnisvoller Titan. Ja, ja. Ah, eigentlich mal Leder bekommen. Nice. Ja, Jen ist jetzt im Expansionsmodus spielbar. Conny ist jetzt im Expansionsmodus spielbar. Noch jemand? Eigentlich heißt das, Algundinge sind drei. Naja. Mauro ist die mittlere der drei Mauern, so wie der Name für die Bewohner, die zwischen diesen Mauern und Mauer Sina leben. Nach dem Fall der Mauer Marie bildete diese Gebiet die Außengrenze für die Menschheit. Verschiedene Städte, unter anderem der Bezirk Drost, befinden sich in Ausbuchtung dieser Mauer. Alles klar. Gut, die Basis ist noch intakt. So, bisschen quatschen. Der Titan hat genauso reagiert, wie Army es vorher gesagt hat. Da sind ein paar seltene Abnormale da draußen. Aus eigener Kraft hätten wir es kaum zurück zur Basis geschafft. Es war die richtige Entscheidung, ein Risiko einzugehen. Du hast von Anfang an auf Armins Plan vertraut. Das ist verständlich. Schließlich kennt ihr euch auch aus Kindertagen. So. Er hat eindeutig andere Titan angegriffen. Aber ein Abnormer, der Titan abschlachtet? Das ist schwer zu glauben. Wir haben nun dank des Titans die Basis erreicht. So ein Titan ist das. Von so einem Abnormalen habe ich noch nie gehört. Ich traue meinen Augen kaum. Ja. Eine Frau beim Unterbrechen. Schämst du dich nicht? Tag. Marco, wie kann es einen Abnormalen geben? Immerhin seid ihr in Sicherheit. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Vergibt mir, ich habe euch alle hergeführt, ohne die Verantwortung für euer Leben auf mich zu nehmen. Wenn wir dort geblieben wären, wären wir ohnehin alle tot. Dank dir sind wir der völligen Vernichtung entgangen. Da kann man wieder kaufen. Rainer, hey! Nisika, was ist mit dem Titan? Wenn
tauchte er in der Stadt auf und wo kam er überhaupt her? Ich bin mir nicht sicher. Als ich ihn zu mir kam, war er schon da. Du meinst, er tauchte aus dem Nix auf und randaliert gegen andere Titanen? Bertolt, ein Titan, der gegen Titan kämpft. Das ist kein gewöhnlicher Abnummer. Isaka, wo hast du ihn gefunden? Auf dem Weg zur Basis war mein Gas alle und ich stürzte in die Innenstadt ab. Dort kam ich dann wieder zu mir. Verstehe. Ich finde es toll, wie du ihn ausgenutzt hast. Ich habe ihn ausgenutzt. Ani, Misika, glaubst du, dieser Titan ist ebenfalls ein Abnummer? Du hast dir doch sicher deine Gedanken gemacht, als du mit ihm gekämpft hast. Für mich ist das alles völlig mysteriös. Dieser Gesichtsausdruck. Conny und Ami gucken so ähnlich, als wir sie fragten. Ja. La 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 la. So, mal gucken, was die Material. Ne. Gibt's wenigstens neue Waffen? Nein, gibt es nicht. Dann tue ich mal ein bisschen. Was haben wir? Da war doch irgendwas. Ja. Ja. So. Okay. Also man kann ihn sogar noch auf höher aufwerten. Interessant. Na gut. Hey, auf jetzt Ausrüstung ändern. Och man. So meine Leute, hier muss ich einen kleinen Cut machen. Jetzt bin ich wieder da. Und leg mal weiter mit der Hauptmission, ne? Mal gucken. Ja? Ich war mir nicht sicher, ob der Titan sich so bewegen würde, wie ich dachte. Aber er hat vorerst irgendwie geklappt. Bleibt optimistisch, Armin. Finde immer eine Lösung. Was sollen wir jetzt machen? Ja, ja. Alle sollten ihre Sachen auffüllen und dann fliehen, wie geplant. Jo. Der Titan dreht gleich wieder durch. Wow. Klingen, Anti-Titan-Waffen. Diese Halbklinge werden unter Anwendung eines speziellen Faltverfahrens aus hochgehärteten Stahl geschmiedet. Sie sind biegsam und wurden darauf ausgelegt, zwei Schwerter gleichzeitig zu benutzen und um den Nacken eines Titans zu zerfleischen. Die Klingen sind ersetzbar. Die Ersatzklingen werden in einer Schwertscheide am Bein transportiert. Die Schwertergriffe enthalten zudem Bedienungselemente zur Steuerung vom 3D-Manöver. Darf ich den jetzt spielen? Oh, Alter! Oh, Alter, Fußballspiel! Boah, Schocksfernleih! Oh. Titanstrecke. Wenn du in deiner Titanform bist, drück Viereck für normalen Angriff, Dreieck für Move-Angriff. Außerdem kannst du mit X ausweichen, drück beim Ausweichen Viereck, um einen Sturmangriff auszuführen. Halte X in der Titanform, um zu springen. Greife Titan an, um deine Zornanzeige aufzufüllen. Wenn sie aufgefüllt ist, drück Kreis, um deine Zornangriff anzuwenden. Ich find's geil.
Na, Kleiner. Trotzdem! Alter. Ey, es macht Spaß. Es macht Spaß, jetzt auch mal als Titan zu spielen. Ey, geil. Ich zerstören. Fußballspiel mit denen. Was willst du? Joksen! Oh, ich bin's geil. Geh weg, Kleiner. Oh, geil. Oh, ich zerstöre nebenbei noch Häuser. Alter, ich feiere das Spiel. Ziel für die Unterwerfung erschien. Na? Oh, Kind. Aus dem Weg. Titansteuerung 2. Drücke neben einen Titan und Unterwerfungsziel R1, um ihn zu erfassen und ihnen die Augen zu behalten. Drücke erneut R1, um die Erfassung aufzuheben. Drücke L1, um zwischen den Titanen zu wechseln. Alles klar. Wow. Ja, aber die Gebäude stehen nicht mehr so, ne? Okay. Nice. Wenn wir das Geheimnis dieses dann lüften, können wir uns vielleicht aus dieser aussichtslosen Lage befreien. So ist es. Aber das bedeutet ein Beispiel. Wenn man den Titan unseren Verbündeten sein könnte, wäre das nicht eine mächtige Waffe als die größte Kanone? Unser Verbündeter? Bist du völlig irre? Alles klar. Er scheint all seine Kräfte zu mobilisieren. Eren, yeah. Alles klar. Wer den Anime kennt, hat damit schon gerechnet. Ich wusste das auch. Aber trotzdem, das jetzt noch aus dem Computerspiel zu sehen, ist der Hammer. Na? Ja, da ist ein doch zum Heulen zumute.
Hier sie. Die Szenen haben. Eren. Eren wurde damals von einem Titanen verschluckt. Was ist hier los? Hat Eren das getan? Gute Frage. Ja, hat er. S. 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 Wer da kein S kriegt, der muss noch mal üben. Ah. Er hat neue Fähigkeit erlernt, Schneid. Schneid sorgt für rasche Bewegungen auch im verletzten Zustand. Alles klar. Juhu. Es ist neue Kleidung für Ehren verfügbar. Zudem kampftaugliche Gegenstand hinzugefügt, Blitzgranaten. Schallgranaten. Passt ja. Arim Alert. Er wurde im Bezirk Shimigami geboren und ist seit Kindestagen mit Eren und Mikasa befreundet. Er sehnt sich danach, mehr über die Welt jenseits der Mauer zu erfahren. In der 104. Trainingseinheit übersteht er die 3 Jahre während der schwierigen Ausbildung mit reiner Willenskraft, die seine körperliche Unzulässigkeit wettmacht. Er zählt zwar nicht zu den Jahrgangsbesten, erzielt aber erstklassige Ergebnisse im akademischen Bereich. Seine Persönlichkeit ist eher introvertiert und pessimistisch und er empfindet sich selbst als schwach, weil Eren und Mikasa ihn ständig beschützten. Seine beeindruckende analytische Fähigkeiten und seine nahezu unfehlbares Urteilsvermögen machen ihn jedoch zu einem besonderen geistesgegenwärtigen Soldaten. Leute, ich bin froh, dass ihr wohl auf seid. Eren, Mikasa, oh nein. Ja, mit den Worten beende ich auch hiermit die 6. Folge von Attack on Titan. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage wie immer zum Schluss, so gut, ciao, ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard, auf der linken Seite, wo Erik sitzt. Mein letztes Video zu dem Projekt und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!